Mir ist dieser Workshop heute ganz besonders wichtig, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir genau diese Abstimmungsformate von vornherein auch in irgendeiner Form klären müssen. Ja, wir müssen damit mal versuchen, so ein bisschen umzugehen. Ich stelle euch einfach mal vor, was so meine Gedanken zu der Thematik sind. Vielleicht für diejenigen, die nicht die ganze Zeit dabei waren oder auch nur Teile mitbekommen haben, dieser Prozess ist ja sehr umfänglich. Wir sind seit gut 1,5 Jahren dabei. In den Abstimmungen, in den Vorabgesprächen, in den Vorab-Workshops, auch in der Erhebung von entsprechenden Daten, diesen Prozess zu begleiten. Er ist natürlich stark beschränkt und auch stark verändert worden durch die Pandemie und die fehlende Präsenzoption. Das hat natürlich seine Folgen gehabt. Eine Folge davon ist, dass wir die Workshops quasi in, ja, nicht nur online gemacht haben, sondern dass wir sie auch thematisch verändert haben, weil diese Online-Formate nicht ganz so die Möglichkeit zur Erarbeitung bieten, wie wir sie vielleicht in Präsenz gehabt. Trotzdem ganz kurzer Blick darauf, was ist bis jetzt passiert. Wir haben vorab, schon vor Beginn dieser sozusagen sportlich Aktivwoche hier im Juni, verschiedene Workshops durchgeführt. Wir haben zwei Workshops mit den Vereinsvertreterinnen und Vertretern gemacht. Wir waren auch gut besucht, zum Teil mit 30 Personen, wo wir überlegt haben, wie schaffen wir eigentlich Veränderungen? Wie machen wir uns fit auch für die Ansprüche für die Zukunft? So, das war der erste Ansatz, den wir gewählt haben. Dort haben wir so Instrumente aus der Sportentwicklung, aus der Vereinsentwicklung vorgestellt und die mit den entsprechenden Vereinsvertretern auch diskutiert. Auch dazu gibt es entsprechende Protokolle und Unterlagen, die zur Einsicht auch vorliegen. Wir haben gleichzeitig kurz vor den Osterferien noch Workshops mit zwei Kinder- und Jugendgruppen gemacht. Wir haben uns nämlich mit Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Jahrgangsgruppen getroffen und haben versucht, ihre Perspektive auf Sport, auf Sportentwicklung, auf die Nutzung von Sporträumen, aber eben auch auf so etwas wie Sportorganisationen, im weitesten Sinne vor allen Dingen Vereine, gelegt. Das war so der erste Ansatz, in dem wir wertvolle Erkenntnisse gewinnen konnten, nämlich erstens, die Vereine in Neustadt sind weitestgehend veränderungsbereit, sie sind auch veränderungswillig. Das ist eine gute Voraussetzung. Und ich glaube auch, dass sie im weitesten Sinne, glaube ich, die Perspektiven, die wir in diesen Prozess eingebracht haben, nämlich gesellschaftliche Veränderung auch als eine Chance sozusagen für die eigene dynamische Veränderung zu begreifen, dass die auch aufgegriffen haben. Insbesondere in den Schülerworkshops wurde deutlich, dass die Schüler sich in den räumlichen, aber auch in den strukturellen, organisierten Rahmenbedingungen freiere Zugänge wünschen. Sie wünschen sich insbesondere Kapazitäten für den vereinsungebundenen Sport, wobei das gar nicht so auf die Vereinsabwesenheit bezogen ist, sondern eher auf die freie Nutzung von schon vorhandenen, aber vielleicht auch zu entwickelnden Sportstätten. Also da ging es vor allen Dingen auch darum, wie ist das Gelände bei der IGS zu entwickeln, welche Möglichkeiten bietet die Freilufthalle. Und welche Konflikte resultieren daraus auch? Welche Angebote wünscht man sich? Und vielleicht auch, in welchen Organisationsformen wünscht man sich das? Wir sind jetzt in den letzten 3 Wochen in dieser Workshop-Phase eingestiegen, wo wir eine Auftaktveranstaltung gehabt haben und jetzt 3 Workshops zu bestimmten Themen gemacht haben. Wir haben uns über die Zukunft der Sporträume unterhalten. Wir haben die Zukunft der Sportorganisation und deren Kooperations Formen und Angebote diskutiert. Und letzten Dienstag haben wir über das Thema Engagemententwicklung gesprochen und Ideen gesammelt, wie sich die sozusagen zunehmende Erosion des Ehrenamtes und der Bedarf an Gewinnung und Bindung von Freiwilligen in der Stadt Neustadt realisieren lässt. Und heute kommen wir zu einem Zwischenfazit, was versucht, diese Perspektiven aufzugreifen und auch den weiteren Prozess in den Blick zu nehmen. Ne? Also, man könnte jetzt auch sagen, daraus wird jetzt ein Gutachten erstellt und übergibt man das der Stadt und dann sagt man, macht mal, liebe Stadt. Ich glaube aber sagen zu können, dass die Komplexität dahinter, hinter diesen ganzen Prozessen größer ist, als es nur an bestimmten Aufgaben, die man an die Kommune übergibt, zu belassen. Wir haben das insbesondere, und das fand ich eine wirklich sehr spannende Diskussion, danke nochmal für alle, die dabei waren, ne, oder zum Beispiel jetzt sich da auch maßgeblich mit eingebracht bei der Frage von Organisations- und deren Entwicklungsperspektiven. Wir haben festgestellt, dass die Idee, die hinter diesem gesamten Konzept der Zukunftsfähigkeit des Sports steckt, eigentlich nicht in getrennten Bereichen zu sehen ist. Also, wir können zwar Sporträume entwickeln, aber wir müssen diese Sporträume, und ich fand, das wurde sehr deutlich an verschiedenen Stellen,
Wir müssen diese Sporträume zum Beispiel, ne, das war auch der Impuls aus Bornenau, wir müssen diese Sporträume auch mit der Vereinsentwicklung verknüpfen. Wir müssen Ideen finden, wie der Raum zu einer Neukonzipierung, vielleicht auch zu einer Neuerfindung des Vereinslebens beitragen kann. Und ebenso haben wir festgestellt, gerade in der letzten Veranstaltung, dass sich das Thema Engagement natürlich nicht von der Organisationsentwicklung und der Entwicklung von Kooperationsmodellen trennen lässt. Und letztlich natürlich vielleicht nicht ganz so stark mit den Räumen, aber auch mit diesen verbunden ist. Das heißt, wir haben Zahnräder, die ineinander greifen und die wir nur auch in ihren sozusagen Zusammenhängen, in ihrer Kohäsion betrachten können. Und all das haben wir getan, nämlich vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Veränderung, bei der Digitalisierung, der Demografieentwicklung, der zunehmenden Serviceorientierung und Bedarfsentwicklung, der Bildungsexpansion im Sinne der Ganztagsschulbildung und so weiter und so fort. Von der Idee in die Praxis zu kommen, ist jetzt gar nicht so einfach. Denn wir haben nicht, wie man das vielleicht früher denken konnte, Ideen auf den Tisch bekommen, die danach schreien, baut man eine neue Sporthalle und dann wird alles gut. Ne, das wäre eine klassische Idee und ein Ansatz, wo man sagen könnte, da ist die Kommune verantwortlich, klärt in politischen Konstellationen die Priorität, legt eure Ressourcen offen und wenn ihr könnt, geht in die Planung. Wir haben aber gesehen, dass die sozusagen Akteurskonstellation in der Stadt Neustadt komplizierter ist als das. Wir haben neben der Kommune die Vereine als eigenständige Organisationen, die sich wieder zusammengefunden haben im Sportring. Wir haben den großen Bereich, der übrigens in keiner anderen Beteiligung und keinem anderen Sportentwicklungsprozess so viel Raum eingenommen hat wie der informelle Sport. Das liegt sicherlich daran, dass wir mit der Entwicklung der Skateanlage oder einer möglichen Entwicklung der Skateanlage, aber auch mit den Bedarfen einer neuen Freilufthalle hier ein bestimmtes bestimmten Themenschwerpunkt hatten. Aber auch bei den Räumlichkeiten und den Impulsen aus den Ortschaften war ja zunehmend die Idee auch zu spüren, zu sagen, neu den Raum auch mit den Organisationen zu verbinden. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, jetzt an dieser Stelle zu sagen, das ist die Maßnahme, setzt sie mal um. Denn sie erfordern auch in einem Prozessdenken vielleicht auch eine neue Justierung von Abstimmungsprozessen, von Verantwortlichkeiten und von Rollen. Für mich ist ganz entscheidend, an dieser Stelle quasi noch einmal deutlich zu machen, dass sich ein solcher Prozess nicht einfach im Vorlegen von Ergebnissen erschöpft. Wenn wir auf Prozessstrukturen, auf Prozessbedingungen besonders Acht geben, dann müssen wir uns im Klaren sein, ein solcher Prozess wird nur dann zum Erfolg geführt werden, wenn sich um die einzelnen Prozesse, um die Umsetzung jemand kümmert. Und es ist ein Klassiker im Bereich des Sports, dass man sagt, ja, das muss die Kommune machen. Und die Kommune sagt, ja, das mussten die Vereine machen. Oder das muss der Sportring machen. Oder die Schulen sagen, ja, muss vielleicht Kultusministerium machen oder die Stadt. Also die Schulen sind noch am wenigsten eigenständig handlungsfähig in solchen Bereichen. Aber es bedarf sozusagen einer Abstimmung darüber, wer sich um den weiteren Fortgang, um die Prozesse, um die Projekte, um die Ideen, die wir jetzt gesammelt haben, wirklich kümmert. Denn ne, Papier ist geduldig, wenn man es einfach nur ablegt, glaube ich, haben wir an der Stelle kaum Erfolgs haben mit denen. Und deswegen ein kurzer Blick erstmal auf die Zwischenergebnisse. Und zwar wirklich kurz und knapp, die meisten von euch waren dabei. Vielleicht erstmal Sportraumentwicklung, hier nochmal die Ergebnisse der Vereinsbefragung. So die derzeitige Sportstättensituation wird als durchaus gut und befriedigend gesehen. Einige finden sie auch mangelhaft. Das ist sozusagen Sportart unterschiedlich auch. Das hängt auch davon ab, in welcher Gebietskörperschaft, also in welchem Ortsteil man wohnt, welche Perspektive man dort gewonnen hat. Statistisch oder empirisch gesehen könnte man im Vergleich sagen, das ist ein überdurchschnittlich guter Wert, wobei der jetzt nicht überdurchschnittlich super gut ist, sondern leicht über dem Durchschnitt derer Untersuchungen liegt, die wir bis jetzt gemacht haben. Aber das zeigt, die Situation insgesamt ist keine, die jetzt an einem unglaublich großen Mangel, zumindest nicht das, was bis jetzt erarbeitet wurde, an einem unglaublichen großen Mangel an bestehender Sportinfrastruktur im klassischen Sinne. Also natürlich gibt es Bedarf an zusätzlichen Sportanlagen, das ist gar keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass einzelne Akteure gesagt haben, naja, also ohne eine weitere Dreifeldhalle können wir gar nicht weitermachen und dann sind wir sozusagen beschränkt in unserem Vereinsleben und dann bricht alles zusammen. Auch die Geräte, die Infrastrukturqualität wurde durchaus noch so mit befriedigend als
ja, überdurchschnittlich gut bewertet. Auch hier keine exorbitant tollen Ergebnisse, aber im Vergleich doch mit der Aussage des zumindest so, was die Außenanlagen anbelangt, eine Eignung für den Sport vorhanden ist, dass es zwar immer wieder auch Probleme, insbesondere mit dem baulichen Zustand von Sanitäranlagen und Umkleiden gibt, also Sanierungsbedarfe genannt werden, aber es ist nicht die Problematik, dass wir hier jetzt wirklich vor einem totalen Chaos stehen und nicht wissen, wo die Sportstätten oder wie die Sportstätten zukünftig, also dass die alle sozusagen total brüchig sind und nicht mehr benutzt werden. Gucken wir mal auf die Workshop-Ergebnisse. Die Workshop-Ergebnisse haben in 5 Schwerpunktbereichen, zumindest in der Diskussion, in einem nicht repräsentativen Rahmen, das ist vollkommen klar, ne? Also wir haben zwar alle eingeladen, aber es sind nicht alle gekommen, sodass man natürlich die Ergebnisse immer auch relativieren muss in Bezug auf die Gruppe, die da war. Aber nur mit den Ergebnissen können wir weiterarbeiten, nur die Ideen können wir auch einbringen. Und die Ideen sind, ich sage mal, in 5 Schritten zu beschreiben. Das eine ist der vehemente Wunsch, die bestehenden Sportanlagen, Sportstätten zu sanieren, sie im Bestand qualitativ zu erhalten und an Teilen sozusagen auch weiterzuentwickeln. Weiterentwicklung, ich hole mal Richtung Irene, waren insbesondere auch Ideen Richtung der Barrierefreiheit oder der Weiterentwicklung von Sportstätten in Bezug auf Anforderungen, die sich auch aus einer älter werdenden Gesellschaft heraus ergeben. Das zweite ist, und das war, glaube ich, das, was wir am intensivsten diskutiert haben, nämlich weitere Räume und zwar Impulse finanzieller, aber auch unterstützender Art für vereinsungebundenen, aber auch für Vereine nutzbare Sportanlagen. Also, ich glaube, Holger, es kam von dir, wenn ich mich recht entsinne, also die Idee, auch durch eine räumliche Entwicklung quasi im kleinen kommunalen Bereich der Ortschaft auch Impulse setzen zu können, die aus dem Denken von klassischen Sportangeboten, ne, wir spielen Volleyball und Fußball und das war's, irgendwie ausbrechen. Also Gesundheitssport in neuen Räumlichkeiten, die vielleicht auch eine andere Zugänglichkeit für die Bevölkerung haben, zu erschließen und damit auch einen Impuls für die Gesundheitsförderung, für all das, was mit Sport verbunden ist, aber auch für den Verein zu leisten. Ich halte das übrigens für eine sehr, sehr kluge und äußerst vielversprechende Perspektive, weil sie erstens ressourcenärmer zu bewirtschaften sein wird. Also eine Sporthalle zu bauen ist, glaube ich, in derzeitigen Zeiten sowieso fast utopisch, weil es so teuer ist. Aber es ist eben auch die, und das finde ich so spannend daran, ich würde fast sagen, es ist ein Rollenwechsel, ein Perspektivwechsel auch des Vereins. Vielleicht mag das jetzt vom TSV Bordenau eine Sondersituation sein, aber sie beeindruckt mich schon sehr, nämlich auch die Idee zu haben, dass der Verein nicht mehr nur für seine Mitglieder zuständig und sich zuständig fühlt im Ortsteil, sondern auch darüber hinaus, so für das Sport- und Bewegungsverhalten im Ortsteil eine Verantwortung übernimmt. Und natürlich hofft man, dass möglichst viele in den Verein kommen, damit die Ressourcen auch da sind. Aber dieser Entwicklungsimpuls ist, glaube ich, einer, der an vielen Stellen auch weitreichende Konsequenzen haben kann. Muss man überlegen, kann man überall neue Freiräume schaffen, ne, die eine multifunktionale Nutzung ermöglichen? Wahrscheinlich geht das nicht überall, aber den Impuls sozusagen aufzugreifen, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Element und Ergebnis dieses Workshops. Darüber hinaus war der vehemente Wunsch, auch sogenannte Freiraumplanung zu fokussieren. Das Thema Radfahren stand im Mittelpunkt und wurde immer wieder natürlich auch diskutiert. Also Möglichkeiten der Bewegungsoptionen auch im freien Raum abzudecken. Dazu gehört auch die Offenlegung von Möglichkeiten auf Umnutzung von Schulhöfen und oder auch anderen Flächen, deren Aufwertung, wir sagen Qualifizierung für Sport treiben. Da waren Ideen wie so ein Calisthenics-Park, wie eine Fitness-, ein Trimm-dich-Fahrt, ne? Also solche Ideen, die dazu beitragen können, quasi auch das Bewegungsverhalten in der Bevölkerung deutlich zu verändern. Die Optimierung der Sportraumnutzung war insbesondere darauf ausgerichtet, dass es eben auch zusätzliche Möglichkeiten gibt in den bestehenden Strukturen oder in den bestehenden Ressourcen im Sinne von Sporträumen Optimierungsmöglichkeiten zu finden. Also zum Beispiel durch auch Kooperationsoptionen, ne, Zusammenlegen von Angeboten, auch eine Konzentration in den sozusagen Sportarten an bestimmten Stellen, aber eben auch eine Optimierung zum Beispiel in der Belegungsplanung, aber natürlich auch eine Optimierung durch eine bessere Auslastung, zum Beispiel durch Öffnung, wie wir gerade schon gesagt haben, von
eigentlich nicht für den Sport vorgesehenen, aber doch nutzbaren Flächen. Bei allen rechtlichen Vorbehalten, da werden wir gleich drauf kommen. Und meisten Punkte, die meiste Priorität in dieser Veranstaltung, die Skateanlage bekommen. Das darf man jetzt nicht zu hoch hängen, weil das eben nicht repräsentativ war. Aber sie hat schon Raum eingenommen und sie ist, glaube ich, in der konkreten Projektorientierung auch ein wertvolles Element, weil sie natürlich auch engagierte junge Menschen, ja, ich sage mal, ein Handlungsfeld gibt und eine Sportart repräsentiert, die in Neustadt zumindest eine große Beliebtheit bei jungen Menschen besitzt und die gleichzeitig eben auch Entwicklungspotenzial mit sich bringt. Ich glaube, dass hier insbesondere ja so der Handlungsdruck auch in Kürze dort entsprechende Ergebnisse zu schaffen, auch da ist. Ich glaube, das ist auch ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzt. Thema Organisationsentwicklung, was haben wir dort für Ergebnisse gehabt? Auch hier nochmal der Blick auf die sozusagen Angebotsstruktur. Ne? Wo gibt es überall Angebote? Was habt ihr eigentlich schon? Das zeigt, viele Bereiche sind schon gut ausgeprägt mit Angeboten. Das ist insbesondere im Gesundheitssport, im Seniorensport, aber auch insbesondere im Kinder- und Jugendschulalter. Das ist gut, denn das sind so dann auch die Basics, die man braucht, um zukünftig möglichst viele Bevölkerungsschichten abzudecken. Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass die Kooperationsbedingungen an vielen Stellen noch ausbaufähig sind. Jetzt kann man ja mal sagen, Kooperation kostet Kraft, kostet Zeit. Ja, das stimmt auch. Aber wir haben eben auch gemerkt, dass bei den Workshops, die ja sehr intensiv auch diskutiert haben, dass daraus Energien gefunden werden können, indem man gerade in den Ortschaften auch vielleicht Allianzen für den Sport, Allianzen für die Zivilgesellschaft, wenn man so will, bilden kann, die durch eine zunehmende Kooperation, eine Zusammenarbeit in der Lage sind, einen Mehrwert sowohl für die Kernstadt, aber eben auch für die Ortschaften zu schaffen, indem man versucht, Angebote zu bündeln, Kooperationsbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, eben vielleicht auch Ressourcen zu bündeln und vor allen Dingen auch Arbeitsaufwände zu regulieren. Ne? Da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn es auch um das Engagement geht. 5 Themenbereiche sind auch hier dominant. Erster Themenbereich ist, dass die Beteiligung von Jugendlichen eine hohe Bedeutung in dem Workshop bekommen hat, im Sinne von, wir müssen mit ihnen reden, wir müssen mit ihnen ins Gespräch kommen, wir müssen sie mitnehmen in den Prozess. Dass die Kooperation zwischen Schule und Verein, ich habe es jetzt mal professionalisiert werden sollte, also die schon bestehenden Strukturen zwischen dem TSV Neustadt und den Schulen quasi auch entweder ausgebaut und oder darüber hinaus auch weitere Vereine übertragen werden sollten. Mit Professionalisierung meine ich in diesem Fall insbesondere den Wunsch, dort auch entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu bekommen, also im Sinne von Unterstützungsmöglichkeiten, Menschen, die eine Koordinationsrolle für die Kooperation zwischen Schule und Verein einnehmen, die vielleicht auch die Bündelung dieser Aktivitäten zwischen Vereinssport und Schulsport koordinieren. Und natürlich auch eine Unterstützung in Bezug auf die Suche von Übungsleitern, den Einsatz von Übungsleitern in Teilbereichen, Ganztag, die gar nicht so einfach zu bestücken sind. Ne? Also wir wissen alle, dass jemanden, einen Übungsleiter zu finden, der sich um 14.30 Uhr in der Halle stellt, ist gar nicht so einfach, wenn man berufstätig ist. Und das dann auch sozusagen noch nicht mal hervorragend gut finanziert zu bekommen. Der Impuls aus der Sportraumentwicklung, aus dem Workshop zur Sportraumentwicklung war, Entwicklung neuer Freiräume eben auch zur Vereins- und Kooperationsentwicklung zu nutzen. Also ganz bewusst auch mit der gemeinsamen Nutzung von neu zu entwickelnden Sporträumen die Kooperationsbedingungen zu überdenken und im Sinne dieser schon erwähnten Allianzen für den Sport, für die kommunale Wohlfahrtspflege quasi auch neue Bereiche in diesem Feld zu finden und zu entwickeln. Die Zusammenführung von Angeboten und Vereinssegmenten in den Ortschaften haben wir auch intensiv diskutiert. Der Fußball ist hier, das muss man sagen, Vorreiter. Dort gibt es entsprechende Vereinskooperationen im Jugendsport, an denen man, glaube ich, anknüpfen kann. Es gibt ja auch schon Vereinsfusionen. Wir haben intensiv darüber gesprochen, auch in welchen Schwierigkeitskonstrukten das stattgefunden hat. Und trotzdem gibt es, glaube ich, Anregungen dazu, in diesem Bereich der Kooperation wirklich große Schritte nach vorne zu machen und zu überlegen, welche Synergien man finden kann, indem man an diesen Stellen wirkt, gemeinsam arbeitet, gemeinsame Angebote auch erstellt. Müssen nicht Fusionen sein, aber enge Kooperationen sind, glaube ich, hier sehr sinnvoll.
Und ein zentrales Ziel war eben auch die Entwicklung neuer Angebote jenseits traditioneller Formen. Wir haben intensiv über Kurssysteme, Zehnerkarten, einen Vereinsbeitrag für die gesamte Stadt Neustadt, ne, mit sozusagen dann Zusatzbeiträgen, um die Fluktuation zwischen den Vereinen zu ermöglichen, um eben auch einen Mehrwert an Angebotsstrukturen zu schaffen. Es ging ja so weit, dass wir auch darüber gesprochen haben, wie können Angebotsformate offen gestaltet werden, sodass sich eben auch Nichtmitglieder eingeladen fühlen, vielleicht für einen gewissen Beitrag dann auch mitzumachen. Wir wissen alle um die Probleme, die rechtlich, ressourcentechnisch bestehen, aber das ist, glaube ich, ein Wunsch, den man auch ernst nehmen sollte, der in Bezug auf die Zukunftsperspektiven des Sports im kommunalen Bereich natürlich unglaublich zielführend sein wird. Kommen wir zum dritten Workshop. Ausgangssituation des dritten Workshops war es, dass wenn wir in Problembereichen denken, und das ist hier die Ergebnisse nochmal der Vereinsbefragung, dann sehen wir, dass das Problem der Gewinnung und Bindung von Ehrenamtlichen in allen Bereichen und Positionen eigentlich eine riesengroße Herausforderung darstellt. Ne, ihr seht das hier, 3,88 Bindung von ehrenamtlichen Mitgliedern bei einer Skala von 1 bis 5. Das ist schon ein relevantes Problem, liegt über dem niedersächsischen Durchschnitt. Also das ist ein Problem, mit dem man es zu tun hat, nämlich wie schaffen wir es, Engagierte in unterschiedlichen Funktionen, insbesondere aber in den zentralen Funktionen des Sports, aber eben auch in den helfenden, unterstützenden Bereichen zu finden und zu binden. Das gilt auch für Übungsleitende und Trainer. Die Ergebnisse waren auch hier, können sich auch hier in fünf Teilbereiche untergliedern lassen. Das eine ist so etwas wie Kommunikationsverbesserung, also die Idee, mit Stammtisch haben wir es hier genannt, Gesprächsrunden mit anderen freiwilligen Organisationen zu besprechen, welche Möglichkeiten es gibt, also ins Gespräch darüber zu kommen. Freiwilligen Koordination auch als eine zentrale Funktion innerhalb des organisierten Sports einzuführen, und zwar sowohl in den Vereinen durch Qualifizierung und ja auch Unterstützung beim Aufbau, aber eben auch zentral im Sinne einer freiwilligen Koordinationsstelle, die gewünscht wird, zum Beispiel in der Kommune, in der Stadt, aber vielleicht auch im Sportring, um eben solche Bereiche ganz systematisch, nicht nur punktuell ad hoc, jetzt brauchen wir wen, jetzt gucken wir, jetzt sprechen wir wen an, sondern systematisch in den Mittelpunkt zu nehmen und daraus eine systematische Engagemententwicklung voranzutreiben. Diese zentralen Unterstützungsleistungen, die wurden eben auch in Richtung Entlastung der bestehenden Engagierten und Ehrenamtlichen kommuniziert. Das heißt, dass viele der dort anwesenden sozusagen Ehrenamtlichen auch den Wunsch geäußert haben, wenn wir nicht so viel Verwaltungstätigkeiten hätten, wenn wir nicht so viele Alltagsdinge hätten, die uns beschäftigen würden, könnten wir uns viel mehr auch auf die Entwicklung und auf die Perspektive unseres Vereins kümmern. Wir sind aber so eingebunden, dass es hier einen Unterstützungsbedarf gibt, der in irgendeiner Form abgebildet werden muss oder sollte, zumindest wünschenswert. Und als letzter Punkt wurde die Entwicklung, der Ausbau des Freiwilligenzentrums, der jetzt schon sozusagen besteht, wirklich als eine Beratungs-Unterstützungsinstitution quasi weiterzuentwickeln, um vielleicht diese Idee der freiwilligen Koordinationsstellen, aber vielleicht auch andere Ideen in den Prozess einzubringen, die Vermittlung von Freiwilligen, auch die Öffentlichkeitsarbeit von Freiwilligen entsprechend zu forcieren. Dazu gehört auch, wir haben sie jetzt mal kommunale Ehrenamtskarte genannt, das kann man aber auch anders benennen, nämlich die Anerkennungs- und wir haben es mal Belohnungsaspekte oder Strukturen des Ehrenamtes und des Engagements weiter zu fördern. Die Idee ist also, im öffentlichen Diskurs, in der öffentlichen Wahrnehmung Ehrenamtlichen und freiwillig Engagierten eine größere Bedeutung, größeren Stellenwert einzuräumen. Gleichwohl wir die Diskussion hatten, wer ist eigentlich jetzt engagiert und wen trifft das dann? Also durch Vergünstigungen, Schwimmbadeintritt, öffentlicher Nahverkehr, was auch immer dort sozusagen passieren kann, eine Anerkennungskultur zu etablieren, die über das sozusagen Vergeben oder die Vergabe von Ehrennadeln nach 30 Jahren Engagement hinausgeht. Was sind jetzt die Empfehlungen, die man daraus schließen kann? Wir könnten jetzt sagen, naja, das sind die Empfehlungen, macht mal, setzt mal um. Ich glaube, dass wir in einer abstrakteren Art und Weise nochmal gucken müssen, was braucht es, um mit solchen Ideen jetzt weiterzuarbeiten. Und hier habe ich sechs Punkte aufgeschrieben, die ich jetzt schon auf die Prozessstruktur und das weitere Vorgehen beziehen und wo ich gerne gleich mit euch darüber diskutieren will. Das erste ist,
Verantwortlichen und Strukturen für den kommunalen Sport zu schaffen. Das meine ich insbesondere bei der Frage, wer hat jetzt eigentlich den Hut dafür auf, diese Ideen in die Praxis umzusetzen? Wer macht das denn eigentlich? Und ich glaube, dass gerade bei der letzten, aber auch der vorletzten Diskussion immer noch nicht so ganz klar war, was ist eigentlich die Rolle des Sportrings in einem solchen Prozess? Wie sieht die Kommune eigentlich ihre Rolle? Wie sieht die Verwaltung ihre Optionen? Und welchen politischen Stellenwert hat das eigentlich? Und ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, im Nachgang dieser Sportentwicklungsplanung ein paar Prozesse auf den Weg zu bringen, die genau an dieser Rollenklärung, die genau an diesen auch, ich sage mal, Ressourcenklärungen ansetzen und fragen, wer hat eigentlich welche Verantwortung dafür, diese Zukunftsperspektiven jetzt systematisch umzusetzen? Kann die Kommune dafür Geld zur Verfügung stellen oder vielleicht sogar Personalressourcen? Denn ich glaube, es ist ganz klar, wir brauchen an irgendeiner Stelle jemanden, der diesen Prozess weiter vorantreibt, der die jetzt vorhandenen Ideen in Projekte überführt. Das machen wir noch. Wir werden Maßnahmenpläne erstellen und auch ein bisschen Hilfestellung dabei geben, wie geht man damit jetzt um. Aber natürlich braucht es irgendjemanden, der sagt, ich kümmere mich darum, dass Menschen zusammenkommen, an dem Thema, an dem Projekt weiterarbeiten, der Ergebnisse dokumentiert, und die vielleicht auch diese Person, ja, so ganz einfache Projektbedarfe bedient im Sinne von Einladung, vielleicht auch Dokumentation, Weiterleiten von Ergebnissen, Abfragen, also klassisches Projektmanagement. Im Moment ist es in der Struktur der Stadt zumindest für mich noch nicht ersichtlich geworden, dass es hier entsprechende Abstimmungsformate gäbe, die darauf ausgerichtet werden, einen solchen Prozess in die Zukunft zu überführen. Ich halte es für ganz wichtig. Es gibt dafür eine Forderung, eine Förderungsmöglichkeit vom Landessportbund. Die wird keine ganze Stelle umfassen, aber damit kann man zumindest einen 450-Euro-Job erstmal vielleicht initiieren. Vielleicht kann aber auch die Kommune dazu sich entsprechend auch committen und überlegen, oder der Sportring seine Ressourcenfrage klären und überlegen, welche Verantwortung hier wer einbringt. Wichtig ist, dass das an erster Stelle steht. Und dazu gehört für mich auch, Abstimmungsprozesse zu etablieren im Sinne von Regelkommunikation, damit eine transparente, eine wirklich eindeutige Kommunikation, eine eindeutige Abstimmung ersichtlich wird, die klar hat, das ist nicht mehr punktuell auf Zuruf, wir brauchen mal und mach doch mal oder wir kennen da jemanden, deswegen sind wir im Rat vielleicht mit einer bestimmten Initiative erfolgreich, sondern systematisch transparent eine solche Entwicklungslinie in der Verantwortlichkeit, in den Rollen klar zu haben und auch in den Abstimmungsprozessen. Das gilt sowohl für den Sportring, ne, als Rollenklärung, wie sehen wir uns eigentlich, welche Aufgaben haben wir? Das gilt aber insbesondere auch für die Kommune. Was kann sie einbringen? Welche Rolle möchte sie zukünftig in diesem Bereich übernehmen? Sport ist eine freiwillige Aufgabe, zumindest jenseits des Schulsports, eine freiwillige Aufgabe der Kommunen. Die Kommune kann dazu nicht verpflichtet werden. Aber im Sinne eines ganzheitlichen Denkens und der Wohlfahrtsperspektive, die das einbringt, kann man natürlich schon argumentieren, dass es eben auch eine kommunale, sozusagen Perspektive sein könnte. Für mich auch ganz wichtig ist es im nächsten Schritt, die sogenannten politischen Optionen, die Entwicklungsoptionen offenzulegen und einen Ratsbeschluss auch herbeizuführen, der offenlegt, welche Ressourcen, welche Spielräume hat denn eigentlich die Stadt, die Kommune bei der Entwicklung solcher Projekte? Gibt es überhaupt Geld? Und wenn ja, in welcher Höhe? Welche Priorität hat das Thema zukünftig? Das bedarf, glaube ich, eines politischen Beschlusses, der dann auch mit der Verwaltung in entsprechende Umsetzungsstrategien, das könnte man auch sagen, in Förderoptionen übersetzt werden muss. Wenn man will, dass ein solcher Prozess fortgesetzt wird mit all den inhaltlichen Ideen, die wir gerade vorgetragen haben, dann bedarf es dazu eines politischen Commitments, also einer Idee der weiteren Kommunikation in diesen Themenbereichen, die dann entsprechend auch zu Perspektiven und transparenten auch Ressourcen übersetzt werden müssen. Für die Sicherung und den Ausbau der Sportinfrastruktur ist es, glaube ich, wichtig, einen langfristigen Sanierungsplan, einen langfristigen Sportstättenentwicklungsplan aufzubauen. Das ist gar nicht so kompliziert, den kann man in der Regel auch mit kommunalen eigenen Ressourcen aufbauen. Aber es muss klar sein, in welcher Halle, in welcher Sportstätte sind eigentlich welche Bedarfe und wie können Mir sagt jetzt hier gerade, ich habe ein Internetproblem. Könnt ihr mich noch hören? Kann eigentlich auch nicht sein. Ich habe hier eine Standleitung. Naja.
Ich glaube, dass es notwendig ist, auch hier aus einer punktuellen sozusagen Systematik herauszukommen oder gar keine Systematik zu haben, sondern eben eine Systematik aufzubauen. Dazu bedarf es vielleicht gar nicht so sehr eines intensiven Sportstättenkatasters, denn die Stadt Neustadt ist nach meinem Dafürhalten gut organisiert, was die Sportstätten, ja, Registrierung, Formalisierung anbelangt. Aber es bedarf eines langfristigen Sanierungsplanes, der im Zweifel auch berücksichtigt, an welcher Stelle mit welchen Entwicklungen zu rechnen ist. Aus meiner Perspektive gehört auch dazu, das mit einem entsprechenden Förderplan zu verbinden. Denn, jetzt bin ich mal ein bisschen hart gegen die Vereinsvertreter, ich glaube, dass das Prinzip Gießkanne in der zukünftigen engeren werdenden Ressourcenstruktur auch der Kommune nicht mehr funktionieren wird. Also man wird sich irgendwann entscheiden müssen, wo wollen wir Geld investieren und wo ist es vielleicht auch aufgrund fehlender Entwicklungsoptionen nicht mehr so gut. Und deswegen glaube ich, dass eben auch in den Zahnrädern, die wir vorhin gedacht haben, immer wieder mitgedacht werden muss, welche Vereine sind denn eigentlich entwicklungsfähig? In welchen Ortschaften sind denn wie die Vereine aufgestellt? Und das kann man auch mit Förderrichtlinien untermauern, nämlich auch zu gucken, wie können dauerhafte Kooperationsstrukturen eben auch finanziell gefördert werden. Die Kommune hat die Möglichkeit im Rahmen der Sportförderung zu sagen, wir fördern Kooperationsprojekte finanziell. Wenn ein Verein fusioniert, gibt es einen Zuschuss. Oder Sportstätteninfrastruktur kann nur dann gebaut werden, wenn es ein Gemeinschaftsprojekt wird. Wenn die Nutzungsstrukturen vorher klar definiert sind. Das ist ein Umdenken in diesen Strukturen, aber es ist ein ganz wichtiges, weil ansonsten glaube ich, diese Entwicklungsprojekte im Sande verlaufen werden und nur schwer auf die Spur gebracht werden. Bei dieser Offenlegung in Bezug auf die Sicherung und Ausbau der Infrastruktur gilt es auch, und das wahrscheinlich möglichst schnell, offenzulegen, welche kurzfristigen Ressourcen zur Verfügung stehen, um insbesondere in den beiden, zumindest jetzt aus diesem ersten Workshops-Prozess, dringlichsten Projekten, nämlich erstens Skaterplatz und zweitens vielleicht Entwicklung einer weiteren Freilufthalle, um weitere Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, wie die Ressourcen dort finanziell vorhanden sind. Und ob man in der gewillt ist, auch politisch gewillt ist, hier entsprechende finanzielle Spielräume oder Fördermöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Für mich gehört eben auch dazu, so etwas wie einen Freiflächennutzungsplan zu entwickeln, der auch mit eigenen Ressourcen eigentlich angelegt werden kann. Da geht es darum, Abstimmungsprozesse zwischen Grünamt, zwischen vielleicht Naturschutzbehörde, aber auch den sportamtsbezogenen Funktionen herzustellen und zu schauen, welche Flächen können eigentlich noch genutzt werden, die im Moment vielleicht dafür nicht vorgesehen sind. Ich glaube, aus anderen Projekten Ihnen berichten zu können, das sind mehr, als man so denkt. Wenn man mit offenem Blick durch die Stadt geht, Freiflächen identifiziert, dann wird man feststellen, es gibt viele Flächen, die sich mit geringem Aufwand zu einer Bewegungsfläche, nenne ich sie mal, umfunktionieren lassen. Nicht als standardisiertes Handball- und Basketballfeld, aber als Aktionsraum, wo Gesundheitssport und Fitness möglich ist, wo vielleicht auch Jugendsportinitiativen stattfinden können, wo auch Gemeinschaftsbildung in den Vereinen sozusagen möglich wird. Das ist eine Frage auch der Innovation, der Perspektive, der Kreativität, die allerdings, glaube ich, an dieser Stelle auch dringend vonnöten ist. Für mich nochmal ganz wichtig, auch mit dem Appell auf die weitere Ausbauplanungen zum Ganztag. Die sind ja schon weit gediehen, aber sie gehen noch weiter. Wäre insbesondere aus meiner Perspektive eben auch zügig eine wirkliche Projektinitiative zur Kooperation Schule und Verein aufzulegen, mit all den Förderinitiativen und Hilfestellungen, die wir gerade schon gehabt haben. Ich glaube, das ist dringend notwendig, ist hier wirklich systematisch dieses Themenfeld anzugehen, weil wenn es erst soweit ist, dass die Ganztage alle etabliert sind und die Vereine da stehen und sagen, oh, was ist denn jetzt los, dann ist es, glaube ich, zu spät. Frühzeitig heißt, jetzt schon vorausschauend diese Thematik in den Griff zu kriegen. Und die letzten beiden Punkte heißen für mich, die sind auch wieder miteinander in Verbindung, heißen für mich Ausbau von gesundheitssportlichen Aktivitäten, allein schon aufgrund des demografischen Faktors. Und Gesundheitssport heißt für mich jetzt nicht immer nur Funktionstraining oder Rückenkurse, sondern Wandern mit anderen, draußen Aktivitäten in Gemeinschaft, Ausdauersport erschließen und vielleicht weiterentwickeln, aber eben auch neue Angebote für neue Zielgruppen weiterzuentwickeln. Das kann Fitness, Gesundheitssport in all seinen Dimensionen sein. Das Zweite ist,
Sportstättenentwicklung so kreativ zu gestalten, dass wir quasi Holgers Wunsch auch entsprechen können, daraus nicht nur neue Sportstätten zu haben, sondern eben auch neue Sportangebote zu generieren. Und zwar nicht nur neue Inhalte, sondern auch neue Formate. Also Formate, die eine höhere Flexibilität, eine höhere Verfügbarkeit von Angeboten und vielleicht auch eine andere Form von, ja, Bewegungsoptionen jenseits der festen Vereinsstrukturen ermöglichen. Dazu gehört eben auch, die Kooperationsprojekte zu initiieren. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil ohne, glaube ich, wird es sowieso nicht funktionieren. Ich habe gerade schon eine Perspektive aufgeworfen, die ja auch in die Sportförderung gerichtet ist, nämlich ganz gezielte Förderung auch für Sport, für Kooperationsprojekte zu ermöglichen. Bei der Engagementförderung als letztes Themenfeld, glaube ich, muss es darum gehen, wirklich die Engagementkoordination zu einem zentralen Thema zu machen, diese Koordinationsstelle zu initiieren und zu etablieren, an welcher Stelle die auch immer angesiedelt ist, Kommune, Sportring, ein Verein, der das zur Verfügung stellt. Das ist, glaube ich, ja, erstmal egal. Wir haben auch darüber gesprochen, dass natürlich so etwas wie eine Fachberatung, die es ja dazu gibt, ne, Christopher hat letzte Woche darauf, Dienstag darauf hingewiesen, dass es ja Angebote gibt, Qualifizierungsangebote zum Ehrenamtskoordinator, die man dringend anraten kann, und wir letzte Woche ja auch schon darüber gesprochen haben, dass es sinnvoll sein würde, an dieser Stelle eben vielleicht auch ein Sammelangebot in der Stadt Neustadt anzubringen, um hier gesammelt wirklich vielleicht das Thema koordiniert und gemeinschaftlich anzugehen. Ich kann immer nur dazu raten, auch eben andere Ehrenamts- und Engagementstrukturen und Optionen auszubauen. Ich denke immer an FSJler. Ich halte das für ein hochgradig spannendes Entwicklungsinstrument oder Buftis, das ist ja letztlich egal. Weil sie eben auch quasi Kapazitäten im Verein ermöglichen und freisetzen, weil man eine Arbeitskraft hat, die im besten Fall auch engagiert mitwirkt und gleichzeitig auch Impulse in den Verein hereinträgt. In der Regel sind das Menschen bis 27, die im Anschluss an ihre Schule oder Berufsausbildung sich nochmal ein Jahr engagieren wollen. Viele Vereine haben das ja auch in Neustadt schon und berichten darüber ja auch sehr positiv. Für mich ist ganz entscheidend, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass Sportentwicklung quasi nicht mit den Workshops, nicht mit der Expertise, nicht mit der Begutachtung der Rahmenbedingungen aufhört, sondern eigentlich damit anfängt. Also den Prozess in eine Spirale zu denken, in dem immer wieder Themen, auch vielleicht Reflexionsphasen eingestellt werden, in dem man sagt, sind wir noch auf dem richtigen Weg und wie kommen wir eigentlich weiter? Das ist, glaube ich, etwas, was wir dringend ja auch in den Fokus rücken sollten, denn das realisiert letztlich diese Teilprojekte im Bereich Sportraum, Kooperation, Engagement, Angebotsentwicklung, Vereinsentwicklung. Nur wenn es uns gelingt, auf der Prozessebene wirklich ganz ja, systematisch, transparente, nachvollziehbare Strukturen zu entwickeln, dann wird es ermöglicht sein, auch bis 2030 oder in einem Horizont, wie auch immer, quasi damit weiterzuarbeiten. Wenn man Formate gefunden hat, Abstimmungsprozesse, Verantwortlichkeit und Rollen festgelegt hat, weiß, wer den Prozess eigentlich bedient, wer dafür verantwortlich ist, dann wird man relativ leicht zu solchen Umsetzungsstücken kommen. Schwierig wird es nur dann, wenn unklar ist, wer hat eigentlich den Hut auf, wer kümmert sich darum, wenn Erwartungshaltung und Rollen nicht geklärt sind. Und deswegen drei Elemente dazu: Verantwortlichkeitsklärung, eine Systematik, damit auch eine Transparenz darüber hergestellt wird, was passiert als nächstes. Und eine entsprechende Beteiligung aller Akteurinnen und Akteure. Und das können Privatpersonen, aber eben insbesondere auch Organisationen sein. Wenn ich jetzt eine Expertise abgeben würde an dieser Stelle, dann würde ich folgenden Vorschlag machen. Nämlich zunächst einmal, ich sage mal, mit den bestehenden Ideen, mit den bestehenden sozusagen Ratschlägen, Maßnahmen, die noch stärker dann natürlich ausdifferenziert werden, zunächst einmal in die Diskussion zu gehen, und zwar alle Akteure, die davon betroffen sind. Sportvereine, Schulvertreter, Kommune, vielleicht auch Vertreter des informellen Sports. Und erstmal zu diskutieren, was ist da eigentlich rausgekommen? Welche Perspektive ist das eigentlich? Vielleicht auch so etwas wie Projekte zu identifizieren, mit denen man starten möchte, weil sie vielleicht einfach umzusetzen sind, weil sie vielleicht auch mit eigenen Ressourcen zu managen sind. Die Verantwortlichkeiten klar zu machen, die Kümmerer, Rollen zu identifizieren und das erstmal als grundlegend oberhalb aller thematischen Zugänge zu sehen. Also egal, mit welchen Themen man hinterher weiterarbeitet, diese Organisation
der weiteren Sportentwicklung ist eine Aufgabe, die im kommunalen, im gesamten Bereich der städtischen Sports liegt und deswegen an den Beginn gehört. Danach, glaube ich, kann man sich in Teilprojekten, ich würde zum Beispiel ein Sportforum mit Schulen mir vorstellen können, wo man überlegt, wie kann die Kooperation ausgebaut werden, vielleicht der Sportstättenkataster mit dem Sanierungsplan voranzutreiben, eine Konzeptentwicklung der Skaterhalle auch politisch zu hinterlegen, Freilufthalle, sich mit den Kooperationsbedingungen nochmal intensiver auseinanderzusetzen, Engagementbedingungen vielleicht in den Fokus zu rücken und die neuen Angebotsformate zu entwickeln. Das Ganze kann man vielleicht nicht parallel, sondern man muss vielleicht mit einem Bereich anfangen und dann den nächsten aufsatteln. Aber es muss notwendigerweise eine Fortführung dieses sozusagen jetzt Erkenntnisprozesses geben, und zwar als ein Handlungsprozess, als ein Prozess, der ausgerichtet darauf ist, Ziele und Maßnahmen in die Praxis zu überführen und mit wirklich sozusagen Entwicklungen zu arbeiten, die hinterher auch zu einer Veränderung der Realität führen. Mich gehört immer dazu, das auch weiter beraten zu lassen und mit Akteuren zusammenzuarbeiten, die erstens Geld auf den Tisch legen können für solche Prozesse, aber eben auch eine Fachberatung, eine Prozessberatung machen und leisten können. Und der Landessportbund, der Regionssportbund, Steffen ist gerade mit seiner Internetverbindung ein bisschen ausgeklinkt, aber ich darf das hier, glaube ich, auch in seinem Sinne sagen. Die Instrumente liegen auf dem Tisch. Da gibt es viele, an die man anknüpfen kann. Und ich glaube, das ist gerade in der Anfangszeit sinnvoll sein sollte, sich auch solcher Unterstützungsstrukturen zu bedienen, weil man, glaube ich, da gut mitfährt, das auch im Sinne der Qualifizierung, aber natürlich auch der konkreten Förderung mit anzunehmen. Es gibt dafür natürlich auch Gelder vom Landessportbund. Es gibt für die Umsetzung sozusagen Geld, für Kooperationen gibt es Geld, es gibt ja, für den ersten Anstoß auch Geld, der in Form eines 450-Euro-Jobs zum Beispiel als Kümmerer eingebracht werden kann. Ja, sind vielfältige Optionen, projektbezogen, aber eben auch im Anschluss an diese Sportentwicklungsplanung als Anstoß für die weitere Planung und Entwicklung.